So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe schon etliche Short-Videos gesehen von irgendwelchen Typen, die sich das schärfste Zeug reinballern. Und zwischendurch haben die immer so eine Dose Flaming Cranberry von Rockstar sich reingetrunken. Ob die aber wirklich scharf ist oder nicht, weiß ich nicht. Die habe ich jetzt auf jeden Fall gesehen, das ist eine Limited Edition. Die habe ich auch gesehen, beides im Philips. Ich weiß nicht, ob ihr den Laden überhaupt kennt. Hier steht Hardcore Apple und hier steht Punched Flaming Cranberry Flavor. Die Dose sieht auf jeden Fall richtig stark aus. Da ist ein richtiges Inferno, da brennt dir alles weg. Und hier habt ihr halt die Hardcore Apple. Es gibt ja normalerweise die sauren Apfelsorten von Rockstar. Das ist Hardcore Apple. Mal gucken, ob die richtig schön apfelig schmeckt. Ich habe zwei Tasting-Gläser, eins für mich, eins für das Muttertier. Das ist das, was die ganze Zeit hier so im Bild rumfummelt. Die wühlt nämlich in ihren Haaren rum und macht sich schick fürs Video. Ich mache mich gar nicht schick, aber ich hätte mich vielleicht mal kämmen müssen. Aber die möchte ich jetzt beide jetzt probieren. Das Muttertier probiert mit und dann möchte ich beide Sorten zusammenmischen in dem auf die dicken Bierkrug und auf einmal trinken. So. Mit was möchtest du anfangen? Hardcore Apple oder Flaming Cranberry? Erstmal fürs Thumbnail reinhalten. Bitte mal, das muss hier, das Rockstar muss ganz fett groß sein. So, fürs Thumbnail. Sie sagt Hardcore Apple, ne? Warum? Erst das Süße. Erst das Harte und dann das. Hä? Erst das Süße, dann das Scharfe, damit man dann auch noch Geschmack hat. Ich fülle jetzt einfach mal hier rein. Ich hab gedacht, das ist umgekehrt. Es ist auch nicht grün. Es ist einfach durchsichtig. Und es ist badwarm, das kann ich dir auch gleich versprechen. Das heißt, ich nehme mal kurz einen Schluck. Ah. So, und jetzt nehme ich jetzt einen für dich, Monsieur Batman. Prost. Du hast schon Flaming Cranberry, weil dein ganzes Gesicht schon wieder rot ist. Mann! Also es schmeckt nach Apfel! Und wie schmeckt's? Süß. Süß. Sehr süß. Aber es ist kein Zerro, deswegen kriegt man keine Bauchkrämpfe. Es ist halt einfach nur süß. Und es ist warm und es ist schaumig. Das habe ich davon. Es ist nicht sauer. Warum es jetzt Hardcore Apple ist, weiß ich gerade nicht. Schmeckt dir es? Würdest du es nochmal trinken? Nee, würde ich nicht nochmal trinken. Ist nichts für dich, dachte ich mir schon. Ja, da muss ich sagen, obwohl ich diese sauren Sorten immer nicht so mag, finde ich, glaube ich, diesen super sauer Apple irgendwie interessanter als diesen Hardcore Apple. Was soll daran Hardcore sein? Hardcore Zuckeranteil vielleicht? Koffein, B-Vitamine, 1000 Milligramm Bükaaminos, No Sugar. Da steht ja doch No Sugar. No Sugar. Oh, da ist es wieder. Dabei schmeckt es gar nicht wie No Sugar. Es schmeckt nämlich nach Sugar. Und No Sugar schmeckt meistens irgendwie nach Bauchramses. Und deswegen kannst du das gar nicht. Tu mal's mal weg. Süßstoff. Würde ich auch jetzt nicht nochmal oder so. Süßstoff ist das. Ist viel zu. Ich mag Apfel, aber das ist mir viel zu. Jetzt haben wir aber noch die Limited Edition mit Taurin, Guarana, Koffein, B-Vitamine, Rockstar Drink, Punched, Flaming Cranberry. Flaming Cranberry. Silberne Dose, brennendes Design. Das sieht auf jeden Fall stark aus. Ich mach's mal auf. Ich riech mal rein. Ja, das steigt in die Nase und das ist alter Schweizer. Oh, guck dir das an. Das ist ja richtig heftig. Damit kannst du bestimmt super gute Cocktails machen in der Limited Edition. Und schaut euch das mal an. Diese Gläschen, wie rot die jetzt sind. Wie ein Likör. Und dann kannst du da auch noch durchgucken. Ich weiß nicht, ob ich mir meine jetzt einfach hinterkippen soll oder das nochmal so zeige. So. Ich schieße mir meinen mal kurz rein, dann mache ich es auf dich. Boah. Boah, das bitzelt dein ein bisschen in der Nase. Erstmal, oh, wie riecht denn das? Na, nach Cranberry. Aber nach Flambierte. Also, Flaming Cranberry. Oh, was ist denn das? Was ist das? Hallo, Kesto. Würdest du das nochmal kaufen? Das oder ist, fandest du Apfel jetzt besser? Na, das ist Flaming Cranberry. Also, ich kann dir gar nicht sagen, wie die das machen, was die da machen.
Ist auf jeden Fall eine Limited Edition. Sieht super aus. Ist übelst das Getränk. Also das würde ich, wenn ihr jemanden kennt, dann schenkt dem mal so eine Dose davon und schaut mal seine Reaktion an. Nee, das schmeckt... Sie, das habt das gehört? Das schmeckt, das hat sie nix, gesagt. Das ist nichts zum Trinken, das ist was der, zum Abgewöhnen. Das ist was der zum, Satz war noch nicht zu Ende. Einfach, wenn du jemanden das schmeckt. Ärgern willst, kannst du dem sowas geben. Ja, wir schenken das jetzt mal hier ein. Ihr seht, das ist ja hier richtig blutrot. Das ist furchtbar. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Das darf aber auch, nur aber bis zur Hälfte gehen ungefähr. Absolut überhaupt nicht. Das ist, das, wenn wir jetzt das Apple hinterher füllen, würde es ja... Das ist weder erfrischend noch... Würde das ja vielleicht noch ein bisschen heller sogar. Was ist denn das für ein Geschmack? Wie? Naja, so künstlich, aber so... Flaming. So total... Flaming. Kann's nicht sagen. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich eklig. Jetzt ist davon ungefähr noch gleich viel übrig in dem aber Ding. Aber ich muss das ja jetzt trinken, ne? Du egal, kannst das egal, trinken, ob genau. Das jetzt eklig ist oder nicht. Du trinkst das, ich trinke das gleich. Das möchte ich aber euch nochmal zeigen. Jetzt schon gemischt, oder? So sieht das aus. Flaming Cranberry mit dann dem... Riech doch mal. Ich hab's doch schon getrunken, ich weiß doch, wie es riecht, ich weiß, wie es schmeckt, ich weiß alles. Benzin! Guckt euch das an. Das riecht wie Benzin. So ein Glas. Wie Diesel. Wie Diesel. Vin Diesel, genau, riecht wie Vin Diesel. So, den guter Badlands Chucks Manier, das ist nämlich das, was du jetzt gar nicht könntest, diesen ganzen Kübel wegkippen. Probieren wir mal, wie es schmeckt. Flaming. Flaming Hot, nee, Flaming... Flaming Cranberry Hardcore also so Apple. Ich habe mein ganzes Leben noch nicht getrunken. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Boah. Pfui. Boah. Boah. Ey, das T-Shirt. Mano. Guck dich an. Deswegen nehmt nie Videos mit dem Muttertier auf. Die zieht dann immer an euch rum, sodass ihr euch gar nicht mehr konzentrieren hier könnt. Hier tropft alles. Ist auf jeden Fall besonders. Was besonders? So gut schmecken tut's nicht. Jetzt ist aber ist gut. Mir zu abstrakt, aber weil es so genial abstrakt aussieht und weil es so abstrakt schmeckt, müsst ihr das unbedingt mal probieren. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Flaming Cranberry Flavor. Richtig besonders. Verbrannten Geruch und... Was stammelst du jetzt hin? Was ist es? Es ist wie wenn was abgebrannt ist. Ja, wie wenn was abgebrannt ist und es schmeckt so richtig verbrannt wie die Überreste von was Abgebrannten. Als wenn du das dann... Wieso isst du denn noch abgebrannte Überreste? Nee, also so... Sowas, mein ganzes Leben habe ich das sowas noch nicht geschmeckt und nicht gesehen und nicht... Das ist gut. Nee. So, Visa und Vorhaut, euer Ramses. Dass die immer so einen Aufriss macht.